Hallo meine Lieben. Ja, ganz andere Ecke. Ich weiß, vielleicht könnte ich ja das Licht anmachen. Ah, ist das schön. Nein, auf jeden Fall habe ich hier meine ganzen, mein Billy-Regal mit meinen Jeansjacken, ganz toll. Mein Billy-Regal habe ich hier stehen, ein kleines mit meinen ganzen Melts, die ich halt immer wieder verwende, wenn ich jetzt zum Beispiel im Sommer, habe ich letztens erzählt, ich mag es nicht ganz so gerne im Sommer Fettkerzen brennen haben, obwohl ich habe gestern das erste Mal habe ich Golden Sands angehabt. Boah, ich habe mich so verliebt in diesen Duft. Naja, auf jeden Fall habe ich ja sehr viele Yankee Candles habe ich mir eingeschmolzen, weil ich diese, also in, wie soll ich das sagen? Ich habe manchmal das Problem, dass ich Yankee Candle Kerzen nicht vom Duft wahrnehme, wenn die nicht intensiv genug sind. Das finde ich sehr schade und weil die halt sehr teuer sind, möchte ich die halt nicht einfach vertauschen, abgeben oder was auch immer. Bei manchen Kerzen versuche ich das erst, aber wenn die halt keiner will irgendwo, dann mache ich dann halt, mir tat's daraus. Weil eigentlich, weil manche, genau, die mir überhaupt nicht gefallen, die gebe ich dann ab. Aber so, ich möchte ja diesen Duft auch wahrnehmen. Ich möchte ihn nicht einfach abgeben und tschüss, ne, auf Nimmerwiedersehen. Ich möchte ja irgendwas von dem Duft haben. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, viele, die ich dann halt nicht wahrnehme, einzuschmelzen und dann halt in meinen Duftlampen, ihr kennt ja Duftlampen, oder? Ja, mit dem Stöfchen, wo unten Teelicht reinkommt, oder halt elektrische, da reinschmeißen kann und dann die intensive Duftbombe wahrnehme. Ich habe auch so, dass ich, ja, ich zeige euch das zum Beispiel mal, also das hier geht ja jetzt, ne? Aber ich kann halt niemals im Leben so viele Melts in so vielen Varianten und die Kerzen, die ich noch alle habe, aufbrauchen. Deswegen habe ich dann halt immer in der Info, also in der Infobox, also in der Beschreibung, liste ich auch, welche Kerzen ich davon, wovon ich die Hälfte abgebe. Ja, also damit, also abgebe heißt, dass ich die verkaufe. Wenn ihr da Lust drauf habt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr mir da ein paar von abnehmt. Ich mache dann halt immer so 20 Gramm Beutelchen. Das sind so um die manchmal 4, manchmal 5, manchmal 6, je nachdem wie groß die sind, Melts. Und Kostenstandarddüfte mache ich 1,40. Limitierte mache ich 2,20. Und Raritäten bin ich reduziert auf 2,50 Euro anstatt 2,70. Ja, wenn ihr da Bock drauf habt, super gerne. Aber ich wollte euch heute, das soll ja kein Verkaufsvideo sein, ich wollte euch heute meine Yankee Candles zeigen, die ich in letzter Zeit gedüftelt habe. Das ist zum Beispiel nicht der Fall gewesen. Was ich gedüftelt habe, war zum Beispiel Tobacco Flower. Ja, Tobacco Flower ist ein sehr besonders spezieller Duft. Ich habe ihn leider als Kerze nicht so richtig wahrgenommen und dann habe ich gedacht, wie gesagt, ab ins Wasserbad. Und Tobacco Flower ist halt wirklich sehr blumig mit dieser tollen, krassen Tabaknote drin. Also für viele vielleicht so, dass sie sagen, echt Tabak? Habe ich auch gedacht. Aber mega Kombination. Und sehr intensiv und richtig, richtig besonders. Als würdet ihr in so einem Café sitzen und links neben euch ist so ein Opa, der sich da seine Zigarre raucht. Richtig cool. Ich mag sowas ja. Ich finde Zigarren nämlich viel angenehmer als Zigaretten. Was auch dran kam, habe ich allerdings kein Label mehr von, ist Patchouli. Patchouli ist ein sehr intensiver Duft, ne? Und wer Patchouli kennt, da ist halt nur Patchouli. Also es ist halt sehr intensiv und sehr speziell der Duft. Was auch wieder dran glauben durfte, ist mein Driftwood. Driftwood ist einer der Kerzen, wo ich sage, niemals mehr ohne. Das ist wirklich so nasses Treibholz mit... Ich kann es euch noch nicht mal sagen, das ist für mich einfach nasses Treibholz mit so einer parfümigen Note. Also es ist der Lieblingsduft meines Freundes übrigens, also so generell holzig. Ja, Dreamy Summer Nights durfte auch wieder ran. Einer meiner ersten Düfte, die ich so für richtig, richtig toll empfunden habe. Und hat halt dieses düsterne, vanillige Lavendel mit, ich weiß gar nicht, Rosmarin ist da glaube ich auch drin. Also ganz besonders und wirklich riecht ganz, 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 ganz angenehm. So, und dann durfte auch Leatherbound. Leatherbound ist allerdings nicht von Yankee Candle, sondern von Village Candle. Ist halt eine Limited Edition. Und das soll halt riechen nach Bamboo Leaf, Oak, Brushed, Suede und Vanille Bourbon. So. Ich rieche hier ganz wenig Vanille raus. Also für mich riecht die wirklich so nach diesen so staubigen Dachwohnungen. Also Dach, wie nennt man das? Dach. Wie nennt man das da oben? Dachboden. Wo dann halt so alte Lederbücher stehen. So riecht das für mich. Richtig toll. So, Fireside durfte auch dran glauben. Wie gesagt, holzig ist total von meinem Freund. Wenn ich sowas anmache, liebt er mich noch mehr. Also, das ist purer Lagerfeuerduft. Lagerfeuer.
wirklich mit diesen, das ist schon fast runtergebrannt, ein wenig nasses Treibholz dazu. Ich finde das toll. Ist ein richtig, richtig toller Duft. Ist übrigens limitiert gewesen. Dann habe ich Moonlight. Moonlight habe ich auch nochmal genommen, weil erst habe ich sie brennen lassen als ganz normale Kerze, bis ich dann gemerkt habe, riecht hier überhaupt was? Nee, riecht mal wieder nichts. Und dann habe ich gedacht, komm, schmelz sie ein und dann durfte diese Kerze brennen und die riecht für mich total nach Darf-Produkten. Darf-Produkten für einen Mann. Also richtig toll. Meine Schwester sagte immer, die riecht total nach Jean-Paul Gaultier von Jean-Paul Gaultier, Le Male. Aber finde ich nicht. Ich finde, die hat halt für mich wirklich dieses, ja, diese Darf-Produkte halt, ne? Eine Rarität von mir durfte dann halt auch dran glauben, und zwar Blueberry Scone. 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 Ja, ist halt unter den foodigen Liebhabern mega, wirklich, also mega Duft. Man riecht dieses Quarkige, das Fruchtige, leicht sauer, mega intensiv. Ja, kann ich nur empfehlen. So, dann haben wir hier Sweet Nothings und das ist halt eine ganz tolle Kerze. Die riecht halt sehr süß, sehr parfümig, sehr weiblich. Wirklich total toll, so schön wahrnehmbar, aber nicht zu Bams. Also richtig, richtig toller Duft. Mag ich auch sehr. Dann durfte auch Edelweiß. Edelweiß ist auch eine Rarität, riecht total nach frisch gewaschener Wäsche, die so pudrig, seifig. Mehr kann man dazu nicht sagen. Richtig toller, toller, toller Duft. Und der letzte, den ich verwendet habe, war hier von Goose Creek, Wildest Dream. Ja, den habe ich halt auch gerne verwendet. Also erst angezündet, ganz normal als Kerze, habe den auch überhaupt nicht wahrgenommen und dann habe ich ihn eingeschmolzen und der ist wirklich so richtig nach Laub, nach so einer alten, vermoosten Bank riecht die. Richtig speziell toller Duft. Ja, so richtig schön. Ja, schon was besonders. Ja, nussig schon fast. Also richtig auch ein wirklich toller Duft von Goose Creek übrigens, nicht von Yankee. Ja, und das waren meine Melts, die ich in letzter Zeit gedüftelt habe. Ich habe da noch ziemlich viele mehr. Die könnt ihr, wie gesagt, alle in der Infobox aufgelistet sind. Allerdings jetzt ohne Duftbeschreibung von mir, weil die sind halt nicht gedüftelt worden. Aber wenn ihr da Interesse dran habt, einfach nochmal zu sehen, was ich alles habe, könnt ihr mir das ja gerne in der Infobox schreiben. Dann würde ich euch auch alle für mich beschreiben. Okay, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann bald wieder. Ciao!